Weird Flex, Bro. Es hört mich auf. Was? Was ist das denn? Was ist das denn? Chat, ohne Spaß, mega lieb. Also, das sind wirklich sehr liebe Worte, Mann. Guten Morgen miteinander. Ihr seht es wahrscheinlich schon im Titel. Es ist etwas passiert, was ich gar nicht mehr für möglich gehalten habe. Und zwar hat der Sascha aka unsympathisch TV endlich auf mein Video reagiert. Auf meine dritte schweizerdeutsche Parodie zu ihm, also unsympathisch Parodie 3.0, hat er darauf reagiert. Wieso erst so spät? Ja, der Monte ist ja jetzt 33 Tage gebannt gewesen auf Twitch und darum hat man den Monte auf Twitch gar nicht mehr dürfen sehen. Und der Sascha streamt natürlich auf Twitch und darum hat er sich das Video gar nicht einziehen können. Er hat schon mal gesehen, vor irgendwie 30 Tagen oder so hat er gesehen, ja, jetzt ziehen wir das Video dann schon nochmal ein. Aber eben, Monte ist gebannt, kann ich mir wirklich nicht einziehen momentan. Von dem her, ja, so müsst ihr verstehen, es hat mich natürlich ein bisschen angeschissen, aber gestern am Abend ist es jetzt passiert, der Unsympathisch hat auf mein Video reagiert. Und zwar habe ich immer 10 Franken Spende angelassen und ihm gesagt, ja, Monte ist jetzt nicht mehr gebannt, es hat jetzt auch so gar nicht mit dem Video. Klar, die Memes sind ein bisschen outdated, aber hast du trotzdem noch Bock auf das Video? Und er hat Bock gehabt, hat sich das Video eingezogen. Und jetzt kommt gerade die Reaction, aber davor nochmal schnell etwas in eigener Sache. Und zwar heute am Abend 19:30 streame ich auf Twitch. Also, wenn ihr Bock habt, kommt doch vorbei. Es gibt ein paar Reactions, es gibt Among Us und es gibt Mario Kart. Kommt vorbei. Twitch, Milo Romani, Link schon in der Beschreibung oder steht hier irgendwo. Und in dem Sinn, let's go mit der Reaction. Monte entbannt Pockdank für 9,32 €. Da Monte entbannt wurde, könntest du dir die schweizerdeutsche Parodie reinziehen? Geht nur 3 Minuten. Oh, Digga. Schon hier, absolut gar kein Bock vorhanden. Aber er hat sich eingezogen. Ich habe noch nicht alles genau gesehen. Ich habe es gestern im Stream kurz gesehen und dachte, oh mein Gott, what the fuck? Und komm, wir ziehen uns jetzt einfach mal ein. Heute ist es mal wieder so weit. Meiner macht der letzte schweizerdeutsche Parodie zum Unsympathisch. Oh! Heute machen wir YouTube News. Der Luke hat mir gesagt, dass es heute ganz, ganz übel wird. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit den YouTube News. Nasenlöcher. Ey, Maelo, ich freue mich unheimlich auf den dritten Teil. Wenn man ohne rechts im Sascha seine Emotionen sich einzieht, man sieht wirklich sehr, sehr viele Emotionen. Bei 1614. Ihr wollt keinen Stress mit mir? Deutschrap ist fresher denn je. Pascha Sellinger aka unsympathisch TV ist definitiv Nichtraucher. Das bestätigt unsere Quelle. An der Stelle muss ich aber ganz dringend los. Oha, Luca. Alter, Luca hat's einfach geschafft. Luca Pock, Alter. Ich zeige aber komischerweise wie der Sascha. Aber der Chat müssen doch einmal auf den Chat achten. Beim Chat kommt's. Ja, ich finde, es kommt noch gut an, dass sie da auf jeden Fall das ein oder andere Omega-Lull ist mit dabei. Rauche ich. Mückengerät. Oh, Bruder, ey, das ist nicht mein Gerät. Ja. Das ist nicht mein Gerät gewesen. Kann ich auch jetzt an der Stelle nochmal zeigen. Also das hat, ein Homie war mal da vor Monaten schon und hat halt einfach sein Gerät liegen lassen, ne? Ich könnte auch vielleicht Jens sein Gerät sein, ich weiß es nicht. Dieses Gerät gehört nicht mir. Yo, Sie glauben, diese Geschichte entspricht der Wahrheit, denn stimmt so nicht, dass das da hier eine riesige Investition ist. Das stimmt auch so nicht. Das ist nämlich meins. Spaß. Oh Gott. Beide Geräte gehören nicht mir. Ja, aber schon. Unser Reporter, der Marcel Eris, weiß aber, dass die Clips fake sind. Bin ich irgendwie die Auskunft? Danke, Marcel, für die wilde Auskunft. Wenn ich könnte, würde ich mich selber ficken. Heftiger Applaus für den Marcel Eris, für das beste Parfüm. Bitte jetzt nicht mehr klatschen. Die nächste News kommt vom Apo Red. Der Apo. Was heißt erstes Red? Der Red hat in letzter Zeit so viel Reaktionscontent für den Simon Unge gemacht, dass der Simon Unge ihm jetzt das Haus auf Madeira will kaufen. So Leute, wir sind gerade an der neuen Wohnung. Schön, Apo Red. Sympathisch vom Simon. YouTuber und Streamer Montana Black braucht jetzt auch TikTok, oder wie er würde sagen? Sorry, ich meine natürlich TikTok. Und auf der Plattform TikTok ist der Monte offensichtlich auf der Suche nach einer Freundin. Hier kommen, glaube ich, nur von mir Videos, von ihr habe ich ganz viele Videos geliked. Eigentlich alle. Fast alle geliked, Digga, sehe ich jetzt gerade. Unangenehm, Kapi. Viel Glück mit ihr, aber Free Regina. Und da kommen wir doch gerade zu den ersten News. Doch, nach der Anschuldigungen gegen den Apo Red, wo jetzt folgt. Aber ich sehe schon, ein kleines Lachen ist ab und zu rum. Ein kleines Lachen tut sich ab und zu noch so entbehren. Ich kann mir das ein bisschen rausziehen. Natürlich ist das Lachen bei ihm relativ rar gesehen, aber dass ich aus ihm ein kleines Lachen rausziehen kann, das ist schon mal etwas.
nicht geklärt werden, hat sich der Allerechte ein neues Apartment gegönnt. Tja, moin Leute, Abos auf Trocken am Start, meine Freunde. Roomtour von der neuen Crypt wird euch heute auf jeden Fall einiges zeigen. Ist im 2 Millionen Euro Apartment, hat er Fahrstuhl. Mit dem Fahrstuhl, ihr habt richtig gehört, mit dem Fahrstuhl. Ah, Freunde, mitten im Umzug. Es geht weiter. Hä, kostet, warte mal. Hat er geschrieben, dass das 2 Millionen kostet oder was? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Wir haben jetzt hier die obere Etage, liebe Freunde. Du willst mich fit? Und der Redder tatsächlich aus Nächstes Badezimmer. Mal bitte mit. Ja, sorry, ich bin gerade völlig los gewesen, aber ja, der Upredder hat den Titel geschrieben, 2 Millionen Haustour oder irgendetwas so. Ich weiß nicht mehr genau was, aber das hat er auf jeden Fall den Titel geschrieben, jo. Unglaublich! Lass mal warten, mein Freund. Könnt ihr mal reinschauen? Könnt ihr duschen, ihr könnt baden, ihr könnt alles, was ihr wollt, Freunde. Was wollt ihr noch? Eben ein 2 Millionen Euro Penthouse, ist das eigentlich normalerweise immer möglich? Aber ist eigentlich alles neu? Neubau, alles fresh. Neueste Rauchmelder. Alles hier so auf. Neueste Rauchmelder. Weird Flex, Bro. Digga. Einfach neueste, ey. Angelehnt, alles hier auf Penthouse angelehnt. Zack. Fresh-mäßig. Das ist ja alles Neubau, wie erwähnt, ne? Alles komplett Neubau, ganz wichtig. Aber Red, wo ist eigentlich das Massagezimmer? Du bist so ein dreckiges Wesen. Jetzt bleiben wir eigentlich nur eine neue Frage stellen. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Ich sag immer halb voll, weil es war ja mal voll und dann gehe ich von diesem Punkt aus und dann sage ich, es ist halb leer. Oh shit! Ey, Junge! Oh! Einmal wie Monte fühlen. Digga, da wollte ich mich einmal wie Monte fühlen. Da haben wir ihn bekommen. Da habe ich ein kleines Lächeln aus ihm rausgekritzelt. Let's go, Mann. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Und auch hier die Reaktion. Die Reaktion von ihm hat fast müssen lachen. Wegen meiner perfekten Parodie. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr den Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreie Ehrenbruderbasis ein Abonnement für mich da lassen. Junge. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Schon mal beim Rauchen geforzt und kam dann da auch Rauch raus? Ey, Junge. So schlecht. Ey, war so schlecht. Ganz ehrlich, Sascha. So schlecht, was ist da gelistet? Jojo, Sascha, oder besser List gesagt, gelistet. Moin Meister. Das war ein schlechter Start, oder? Damit du mich verstehst, mache ich dieses Video hier in Hochdeutsch. Erstmal, vielen Dank, hast du überhaupt... Ey, ich hab dich auch so verstanden. ...hoppt auf das Video. Oha! Der versteht Schweizerdeutsch. Ja gut, Stuttgart, Süddeutschland. Der verstand ab und zu noch relativ gut Schweizerdeutsch, aber dass er so gut verstanden hat. Sehr nice. Noch ein größeres Dankeschön, dass du dir überhaupt die ganzen schweizerdeutschen Reaktionen überhaupt reingezogen hast. Digga, also ich bin, da hat einer jetzt, glaube insgesamt 30 Euro liegen lassen dafür, ne? Durch deine kurze Aufmerksamkeit. Yo, nur wegen den 30 Franken oder was? Ja, Disrespect ist da vom Sascha auf jeden Fall. Nächste Parodie vom Inscope, nicht mehr vom Sascha, ganz ehrlich. Schmutz. Aufmerksamkeit im Stream auf meine Videos hat sich in der Schweizer YouTube-Szene sehr, sehr viel getan. Übrigens, Kuss geht raus an den Chat. Sehr viele Schweizer Zuschauer von dir haben gesehen, dass es überhaupt eine schweizerdeutsche YouTube-Szene gibt. Und dafür bin ich dir im Namen von uns allen schweizerdeutschen YouTubern sehr, sehr dankbar. Mega lieb, sehr, sehr geil. Und zieh doch mal den Chat, ich habe ja den Chat grüßt und das Weird Champ Emote eingeblendet. Und hier der Chat voll mit Weird Champ. Das ist einfach geil. So ein Chat, sehr, sehr geil. Und on point, da kennt ihr wahrscheinlich die YouTuber, 30 Euro gut investiert. Würde ich auch so sagen. Chat, ohne Spaß, mega lieb. Wirklich, also das sind wirklich sehr liebe Worte, Mann. Danke, Sascha. Danke, Sascha. Was? Was ist das denn? Was ist das denn? Danke, Sascha. Die macht der Anitator disrespected. Der Anitator einfach ausgelacht. Aber ganz ehrlich, würde ich auch. Ganz ehrlich, das machen nie gefühlt schon meine halbe YouTube-Karriere. Ich fand mir witzig machen über Anitator. Also, ja, keine Ahnung. Mobbing ist auf jeden Fall um. Danke, Sascha. Oha. Hä? Voll süß. Damit aber lieber nicht auf YouTube gehen, kriegst direkt einen Bann. Merci, Sascha. Danke, Sascha. Ehrenmann. Merci, Sascha. Es hört nicht auf. Kuss geht raus. Nochmal, noch beim Can. Der Can hat einfach auch noch ausgelacht, aber ey, danke wirklich dir, Sascha, für die Aufmerksamkeit. Das ist wirklich überhaupt nicht selbstverständlich, dass du ja, auf meine Videos reagiert hast und das hat wirklich etwas gebracht. Kuss. Danke dir.
Und letztes Mal hatte ich ja gesagt, dass ich gerne nach Stuttgart kommen würde. Das war natürlich nur ein Joke. Bisschen weirder Joke, aber wünsche dir weiterhin noch viel Erfolg, Gesundheit und Glück mit Maris. Top, ey, wenn du vorbeikommen würdest nach Stuttgart, ey, ich würde mich unheimlich freuen. Wenn die vorbei ist, ey, ich freue mich, Mann. Unheimlich. Alter, ey. Chat, was sollen wir da sagen? Sehr liebe Worte, das ist noch auf ungelistet. Leute, an alle unsere Schweizer Kollegen, Maelo schaut gerne vorbei. Er freut sich wahnsinnig über alles. Ja, auf jeden Fall. Ey, Sascha, Kuss, Kuss, Kuss. Danke dir, Mann. Wirklich. Hurgeil, hurgeile Wort von ihm. Dass er so gut aufgenommen hat. Ich meine, es ist ja auch schon ein bisschen weird, was ich gemacht habe. Aber dass er so gut aufgenommen hat, das freut mich wirklich sehr. Ich lade noch Kommentar da. Geht raus. Bin aber nicht Raucher. Ja. Da kann man wirklich das fett Kapper sagen. Das ist auf jeden Fall Liebe da. Sehr korrekt. Sehr korrekt von ihm gewesen. Danke. Noch das Video. Danke dir. Kuss, Kuss, Kuss. Sehr, sehr geile Reaktion. Aber da mit dem Kommentar, da können wir nochmal drüber diskutieren, ob du wirklich nicht Raucher bist. Aber hey, gutes Vorbild. Sind wir ja wenigstens beide. Auf jeden Fall alles Gute an den Kollegen. Ich hoffe, dass YouTube-technisch noch einiges bei ihm gehen wird. Ich bin gespannt vielleicht, wo er so in 2-3 Jahren stehen wird, wenn er weiterhin durchzieht. Ich denke mal, da könnte auf jeden Fall noch einiges gehen. Aber es ist halt die Sache, ne? Wenn man es so auf Schweizerdeutsch macht, dann ist es auch schon ein bisschen eingeschränkt, aber ja. Was ist denn wieder mit dem E-Blocker los? Es war doch klar, dass Dinger... dass auch dass in der Schweiz auch eine YouTube-Szene gibt, oder nicht? Glaube nee. Also ich habe jetzt nicht gedacht, dass es in der Schweiz einfach so gar keine YouTube-Szene gibt und dass alle halt auf Hochdeutsch ihre Videos drehen. Natürlich rein für den finanziellen Aspekt macht es wahrscheinlich viel mehr Sinn. Ja. Aber ja, habe ich mir auch gedacht. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Es stimmt natürlich schon. Und die Worte von ihm, die haben mich gestern auch sehr, sehr berührt. Und auch jetzt, ich meine, er ist einer von meinen Vorbildern, von meinen YouTube-Vorbildern. Und dass er sieht, ich bin gespannt, wo er in 2-3 Jahren ist. Und das sozusagen aus mir noch, wie etwas könnte kommen, ich meine, schon nur das zu hören, es ist ein bisschen weird, natürlich, jetzt so da darüber zu reden. Aber es berührt mich schon sehr. Und es ist sehr, sehr geil, hat er so etwas gesehen, ich meine, auch unsympathisch, hat das von mir gesehen. Und das ist wirklich... sehr, sehr geil. Ab und zu denke ich mir sicher, was wäre, wenn ich hochdeutsche Videos gemacht hätte, beziehungsweise wenn ich nur hochdeutsches Zeugs würde machen, wo die gleiche Anzahl Views hat, im Gegensatz zu der Einwohnerzahl von der Schweiz, über Leute, die Schweizerdeutsch verstehen und so weiter. Das denke ich mir natürlich schon. Vielleicht könnte ich davor schon leben, vielleicht könnte ich mir davor schon einen brandneuen AMG gönnen. Aber jetzt kann ich das halt alles nicht. Ich wohne daheim und ich verdiene mit dem nicht mehr als ein kleiner Nebenverdienst, ein kleines Hobby. Mehr liegt da gefühlt wahrscheinlich nie drin. Aber ich mache es extrem gern. Ich liebe es, YouTube zu machen. Ich liebe es, das Ganze zu machen. Sonst würde ich das Ganze auch nicht machen. Ich meine, finanziell springt da jetzt nicht wahnsinnig etwas Grosses raus. Aber ich mache es, weil es wirklich meine Leidenschaft ist. Weil es wirklich mir extrem, extrem, extrem viel Spaß macht, die Leute zu unterhalten. Und natürlich, am liebsten, ich sage es, wie es ist, am liebsten würde ich davon leben können. Am liebsten würde ich das da hier meinen Job machen. Aber das geht wahrscheinlich nicht. Es geht wahrscheinlich nicht mit schweizerdeutschen Videos. Das macht mich einerseits natürlich traurig. Andererseits ist es auch sehr, sehr cool für solche Momente. Solche Momente, so etwas zu hören von einer der grössten Creators von Deutschland. Und das ist einfach geil. Und jetzt wollte ich nicht mehr länger um den Hals reinschnurren. Ich weiß nicht, vielleicht seht ihr noch etwas. Keine Ahnung. Mal weiter. In der Schweiz gibt es kein YouTube. Da sind nur gebildete Menschen unterwegs. Ja. Okay, passt auf. Ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Ja, ich glaube, ab jetzt kommt gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall, in der Schweiz sind ganz sicher nicht nur gebildete Leute unterwegs. Da kann man sich nur mal den Alitotoro einziehen oder x-beliebige Straßenumfrage vom Ask Switzerland. Aber hey, ich würde mich sehr, sehr freuen über ein Like auf das Video. Ich würde mich sehr, sehr freuen über ein Abo. Ich würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr heute Abend beim Livestream dabei wäret. 19:30 auf Twitch. Milo Romani würde mich sehr, sehr freuen. Und in dem Sinn würde ich sagen, nochmal ganz, ganz, ganz dickes Merci an unsympathisch, aber natürlich auch an meine schweizerdeutsche Community. Eben ohne euch wäre das alles nochmal viel, viel kleiner und das alles überhaupt nicht möglich gewesen. Also Kuss geht aus an meine schweizerdeutsche Community. Kuss, Kuss, Kuss und ich wünsche euch auch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Mhm.